Ja, von mir nochmal ein Hallo. Schön, dass ihr alle hier seid und den Weg hierhin gefunden habt. Einsteigen würde ich eigentlich gerne mal mit der Frage, warum euch das interessiert. Weil der Titel ist jetzt nicht so einladend, würde ich mal sagen, im Vergleich zu anderen. Vielleicht könnt ihr einfach mal reinrufen. Ich sammle dann einfach so ein kleines Feedback. Schlagwörter reichen aus. Ich wollte dich hören. Okay, das ist ein gutes Argument, starkes Argument. Und sonst, ja, genau, es geht, wie du schon sagst, auch um wissenschaftstheoretische und eine kleine geschichtliche Perspektive, die ich euch geben möchte. Und genau, ich zu meiner Person, ich bin eigentlich nicht der so ein richtiger Soziologe, sondern eigentlich eher Philosoph und arbeite am Lehrstuhl für Ethnologie. Das ist quasi der Gegenpart von der Soziologie. Aber soziologisch interessiert, und ich versuche über Delta den Bogen zu spannen zu Soziologie und warum der gute Mann ja, eine bestimmte Bedeutung hatte, die ich jetzt im Fortlauf erklären möchte. Mein Titel ist Delta als Begründung der Geisteswissenschaften auf einer Philosophie des Lebens. Und spezifischer gehe ich auf den Lebensbegriff ein und schaue dann, welche Potenziale und welche aktuellen Potenziale noch für eine interdisziplinäre Wissenschaft vorliegen. Genau. Meine Gliederung, zunächst fange ich mit einem kleinen Prolog an, um ein bisschen einzuleiten. Dann gehe ich vom Thema des Kongresses zur Bedeutung Deltas zu. Dann kommt die Philosophie des Lebens bei Delta, unter anderem der Lebensbegriff und seine Prozesstriade zwischen den Begriffen Leben, Ausdruck und Verstehen. Dann die Hermeneutik des Lebens und spezifisch dann die hermeneutischen Zugänge zum Denken, die er für die Geisteswissenschaften als elementar bezeichnet, gerade in Abgrenzung zu den Naturwissenschaften. Und da komme ich dann auch nochmal mit einer Tabelle. Und genau, dann aus dem Gesagten wird dann gefolgert, warum das für die Interdisziplinarität wichtig ist und was für Delta oder von Delta aus dazu gesagt werden kann, obwohl er diese Differenz aufgemacht hat oder auch zumindest artikuliert hat. Dann gibt es nochmal eine Zusammenfassung und ein kleines Fazit. Genau, der Prolog fängt an mit dem früheren Kongresstitel. In Trier hieß der Kongress Krisen, Prozesse, Potenziale. In Tübingen war es Denken, Überdenken oder Denken, Überdenken oder Denken, Denken, je nachdem, wie man mit dem Titel spielen möchte. Und zuletzt in Chemnitz war es alles in Bewegung, Dynamik und Wandel der Gesellschaft. Warum ich das mache, ist, weil unser Thema ja grenzenlos Leben, interdisziplinär Denken heißt. Und eigentlich haben diese drei Titel immer einen Bezugspunkt zum Leben. Sei es jetzt Leben als etwas, das sich durch Krisen bewegt, prozesshaft und ständig in Bewegung ist, was auch der letzte Titel zeigt, oder auch die Beziehung zwischen Leben und Denken, die für Delta auch zentral ist, wenn er sagt, dass das Denken nicht hinter das Leben gehen kann. Wenn ich zu undeutlich spreche, dann sagt mir das. Ich muss nur ein bisschen akklimatisieren. Genau. Und unser aktuelles Thema ist eben grenzenlos Leben, interdisziplinär Denken. Und die Frage ist natürlich auch, warum. Und das Warum erklärt sich durch Delta. Voranschicken möchte ich ein paar programmatische Ansprüche seines Denkens. Das erste wäre Empirie statt Empirismus. Das zweite, wie ich schon gesagt habe, dass das Denken nicht hinter das Leben gehen kann. Und drittens, dass Geschichte immer präsent ist. Und wenn Delta über Geisteswissenschaften spricht, dann hatte er zu seiner Zeit eigentlich eher die Geschichtswissenschaften vordergründig im Blick und thematisiert dann die weiteren Wissenschaften, die es zu der Zeit wie Soziologie und Ethnologie, wie sie heute haben, noch nicht so gab. Und Delta gilt als Wegbereiter der Soziologie und der Ethnologie zum Teil. Und das eben auch aus Gründen, die ich gleich nennen werde. Zum einen kann man seinen Ansatz schon als eine Einheit von Theorie und Praxis begreifen, die er mit dem Lebensbegriff versucht zu artikulieren. Man kann sich die Frage stellen, wie lässt sich eigentlich Wissenschaft konkret auf Leben ein? Und folglich auch, ist Leben eigentlich Sinn von Wissenschaft? Also womit beschäftigt sich eigentlich Wissenschaft? Sie findet ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern hat konkrete Bezugspunkte zum Leben. Und das Leben kann eben sehr vielschichtig sein. Eine weitere theoretische Frage ist dann auch, wie kann Wirklichkeit grundlegend gedeutet werden? Und wie grundlegend ist diese Deutung in unserer Wirklichkeit? Kann man sich selbst eigentlich in den Theorien wiedererkennen? Zum Beispiel Homo economicus. Erkennen wir uns darin wieder? Ist das repräsentativ für ein Leben, das wir führen in unserer Zeit? Oder auch ganz andere Beispiele. Genau. Und ein kleiner Schwenker. Delta vertritt, wie lange vor ihm Sokrates auch, eine Philosophie, die unmittelbar auf das Leben zurückwirkt und die sich in einer Einheit von Denken und Sein
Das heißt eben eine Praxis des Lebens, sich in der Praxis des Lebens begründet. Und formuliert hat er das in seiner Kritik der historischen Vernunft, wo Dilthey versucht, die tiefen Sphären einer Zeit auswendig zu machen, durch die sich menschliches Sein im Leben bewegt und versteht. Und diese Kritik der historischen Vernunft ist eine Anlehnung an Kant und seine Kritik der Urteilskraft. Und er sagt, dass wir dann eben auch geschichtlich gucken müssen, weil die Vernunft nicht einfach nur so da ist, sondern eben auch geschichtlich gewachsen ist. Und das ist ein Gedanke, den wir auch schon bei den Humanisten, unter anderem Herder, finden, dass wir eben durch unsere Fähigkeit zum Lernen, die eine anthropologische Konstante, nicht nur anthropologisch, Tiere sind auch in der Lage zum Lernen, sich eben dieser historische Background der Vernunft eigentlich ergibt. Und da kann man abschließend die Frage stellen, ja, was bedeutet das, dass wir ein Mensch im 21. Jahrhundert sind? Wie ist unsere Vernunft quasi in unserem Jahrhundert geprägt? Welche Fragen gibt es? Wie ist unser Bewusstsein eingestellt auf bestimmte Problemlagen? Genau, und das führt mich auch zur Relevanz Dilthey's und der Frage, mit welchen anthropologischen Annahmen arbeitet die Soziologie eigentlich? Homo economicus war ein Beispiel. Und was sind die gegenwärtigen Deutungsfolien im ontologischen Denken über die Welt und den Menschen in zum Beispiel Theorien? Welche Eigenschaften schreiben wir den Dingen in der Welt zu und warum tun wir das? Und wie beeinflusst das die Erkenntnisse in den Einzelwissenschaften? Und was kann ich eigentlich dann im gesamten Wissen über das Leben zum Beispiel auf wissenschaftlicher Basis? Und zuletzt dann auch, wo liegen die Zuständigkeitsbegrenzungen als Disziplinvertreter in diesem Zusammenhang? Ja, noch ein weiterer Prolog, Eingangsthese und Überlegung. Ich habe 6 Punkte hier mitgebracht, die ein bisschen länger sind, die ich voranschicken wollte, um vielleicht das Verständnis von Dilthey so ein bisschen kompakter zu fassen. Erfahrungen erwachsen aus der Lebenswirklichkeit und entfernen sich durch Reflexion und Denken von dieser. Wenn wir uns den Satz Empirie statt Empirismus mal vergegenwärtigen. Das Denken muss sich auf das Leben einlassen, weil Leben das Denken bedingt, denn das Denken über das Leben fragt nach den eigenen Bedingungen des Lebens. Wir zerreiben so gesehen die ganze Wirklichkeit an der eigenen Erfahrung und wissen nicht mehr, worüber wir vom Leben reden, in manchen Fällen. Wir beschäftigen uns also mit leeren Abstraktionen, die eigentlich nicht mehr so großartig viel vom Leben erzählen. Oder zumindest nur einseitig, wie das Beispiel Homo economicus. Sind wir nur auf Nutzen fixiert, orientiert, oder gibt es da vielleicht auch weitere Hintergründe, die relevanter sind, vor allem auch im 21. Jahrhundert vielleicht, in unserer heutigen Zeit. Genau. Dann viertens braucht Sinn auch eine Freiheit im Denken, im eigenen Erleben und Ausdrücken von Welt, ein Erlauben von Eindrücken. Und was heißt Leben ist beispielsweise eine solche Frage, die nicht eindeutig, danke, bestimmt werden kann, weil das Leben sich in gewisser Weise einer eindeutigen sprachlichen Bestimmung entzieht. Das heißt, wenn wir über grenzenlos Leben reden, dann müssen wir auch über die Begrenzung der Sprache sprechen und was wir eigentlich wirklich artikulieren können und wie das auch zusammenhängt. Da sind wir so ein bisschen bei Wittgenstein und der späte Wittgenstein hat in seiner letzten Schrift, glaube ich, geschrieben worüber man nicht reden kann, sollte man schweigen zum Beispiel. Und die Frage ist, können wir eigentlich über das Leben reden im Zusammenhang von Interdisziplinarität? Fünftens noch, Wissenschaft muss ihrem Anspruch nach, wenn sie den Anspruch an Allgemeinheit hat, das Leben als Ganzes im Blick haben. Auch wenn sie nur einen Teil desselben untersucht und methodisch seziert, das heißt auch begrifflich zerstückelt. Hier setzt Dilthey mit seiner Philosophie des Lebens an, denn die Aufgabe der Philosophie sei, die Analysis, welche die von dem Zusammenhang der in die Wissenschaften erhobenen Bezüge des Menschen in den Lebenszusammenhang desselben zurückgeht. Und das ist quasi sein, kurz formuliert, Leben erfasst hier Leben. Und Philosophie ist, wenn man Dilthey folgt, eigentlich keine richtige Wissenschaft, so wie wir Soziologie vielleicht begreifen. Sie ist, so meine These, vielleicht eine Wissenschaft, die ein methodisch-didaktisches Konzept von Interdisziplinarität liefern kann. Und lange Zeit war es üblich, dass man an der Uni Philosophie studiert, um eben diese verschiedenen Perspektiven auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, quasi zu vereinen. Eine Grundlagenwissenschaft vielleicht. Oder die Mutter aller Wissenschaft, wie auch einige sagen. Genau, zuletzt. Eine moderne Hermeneutik muss deswegen zwangsläufig auch interdisziplinär ausgerichtet sein, um den Verflechtungszusammenhang von Wissenschaft und Leben deutlich erkennen zu können.
Ja, das waren lange einleitende Worte. Der Satz, wo Delta seine Begründung klar, seine Differenzierung klar zu Ausdruck bringt, ist der bekannte, dass wir die Natur erklären, das Seelenleben aber verstehen. Und das habe ich mal tabellarisch aus einer Vorlesung, aus einer Einführungsvorlesung von uns hier an der Fakultät mitgebracht. Hier wird unterschieden zwischen Erklärung und Verstehen. Erklären, was größtenteils bei Naturwissenschaften so Delta der Fall ist, arbeitet mit der Grundlage, dass natürliche und soziale Phänomene epistemologisch gleich sind, weil das Erkenntnisziel kausale Zusammenhänge und Gesetze sind, die über alle Zeit quasi hinweg gültig sein sollen. Das Verstehen hingegen beschäftigt sich mit verschiedenen epistemologischen Phänomenen und das Ziel ist quasi die Rekonstruktion von Sinn durch subjektorientierte und ideografische Verfahren, wie eben die Hermeneutik eine ist. Und die Naturwissenschaften, die haben, wenn man das so vereinfacht oder pauschalisierend sagen kann, standardisierte und numerische Verfahren, wo sie bestimmte Phänomene anderen Phänomenen unterordnen und subsummerisch und statistisch verfahren. Ja, so viel zur damaligen Unterscheidung. Wir können im Anschluss noch diskutieren, ob das noch zeitgemäß ist oder ob da auch Vermischungen stattfinden und ob man aus der Theorie von Delta nicht auch diese Grenze auch aufweichen muss, was er auch selber schon macht. Genau, nun komme ich zu seiner Philosophie des Lebens, der Umriss einer fundamentalen Begründung der Geisteswissenschaften. Und das Leben ist hierbei ein Grundbegriff, wie ich schon gesagt habe, erfasst Leben wie Leben. Das heißt, dass die erkenntnis- und wissenschaftstheoretische Folgerung aus dem Begriff die ist, dass Philosophie des Lebens eine notwendige Leistung aus dem Leben selbst ist. Man könnte quasi sagen, dass Philosophieren in etwa sowas ist wie eine vortheoretische Vorgehensweise in der Erfassung oder Erfahrung der Welt, zum Beispiel. Genau, sie ist eben die Erfahrungsgrundlage jeglichen Denkens im Lebensbezug zur Welt, eben Empirie statt Empirismus. Und im wissenschaftlichen Sinne heißt es, in Bezug auf den Forscher, Leben erforscht Leben. Der Forscher ist selbst ein geprägtes, von verschiedenen Dingen geprägtes Wesen, das im Leben steht und in das Leben schaut. Genau, und das Leben nimmt in jedem Menschen seinen individuellen und einzigartigen Ausgangspunkt, also eine raumzeitliche Fixiertheit. Ich weiß zum Beispiel, dass Ska jetzt da sitzt und ich den Blick nach da gerichtet habe und es sitzt da kein anderes Ska gerade auf dem Stuhl. Genau, deswegen umfasst der Lebensbegriff eben verschiedene Dimensionen und besitzt auch eine heuristische Leistungsfähigkeit. Das heißt, dass man sich Dinge erschließen kann aus einem begrenzten Wissensschatz sozusagen, dass man quasi mit Nichtwissen weiteres Wissen erzielen kann. Genau, und Delta will eben dann historisch-hermeneutisch verfahren, um eben unterschiedliche Ansichten und Vorstellungen von Menschen als Ganzes der psychophysischen Lebenseinheit zu begreifen. Und da sehen wir eigentlich auch, dass Delta diese Differenz nur methodisch festhält und nicht ontologisch. Er sagt nicht, der Mensch existiert einerseits als Körper, und anders als Geist. Er sieht das schon, wie ich schon gesagt habe, als Zusammenhang von Theorie und Praxis des Lebens in Bezug auf die Lebenswelt, dann später auch bei Husserl oder zeitgleich bei Husserl und dann ausdifferenzierter bei Alfred Schütz zum Beispiel. Genau, und so ist auch eine These, dass Leben ein grenzenloser Forschungsgegenstand ist. Wenn Leben auch Sinn von Wissenschaft ist, dann müssen wir auch annehmen, dass Wissen in diesem Fall zum einen begrenzt ist, aber auch unendlich ist. Ja. Denn als das dem Menschen unmittelbar gegeben ist, das Leben stets der Gegenstand und die Grundlage des Denkens und Erkennens, hinter die das Denken nicht gehen kann. Der Mensch verschiebt, bewegt und überwindet Grenzen seiner eigenen Erkenntnisfähigkeit, indem mehr davon erfahren wird, was das Leben möglich macht und auch noch zu ermöglichen hat. Ich habe heute ein bisschen viel geraucht, deswegen habe ich so ein bisschen Schnappatmung. Genau, die Fragen, wichtige Fragen, die man sich dann zusammen in dem Zusammenhang stellen muss, ist, welche Notwendigkeiten sich eigentlich aus dem Leben ergeben. Denn wir können die These vertreten, dass das Leben immer gebunden ist an die Bedingungen des Daseins und dann haben wir zum einen die Trennung zwischen Sein und Dasein einerseits. Das möchte ich aber nicht, das mache ich gleich nochmal auf den Fass, zur begrifflichen Unterscheidung zwischen Leben und Dasein. Das ist bei Heidegger zum Beispiel ein Punkt, wo er Delta kritisiert. Und da geht es dann auch um so eine, ach, das lasse ich. Genau, die andere Frage ist, wie halten sich die Bedingungen zu den möglichen Formen desselbigen. Form ist ein Begriff, wo wir auch an Simmel denken müssen mit seiner formalen Soziologie.
Er ist auch sehr lebensphilosophisch orientiert und sagt, wenn eine Soziologie wissenschaftlich sein muss, dann muss sie auf die Form schauen, in die sich in die gesellschaftliche Dinge oder der Mensch sich quasi in seiner Zeit aufgeht, erscheint. Er differenziert zwischen Form und Inhalt, sagt aber, dass jede Gesellschaft sich neu auf der Grundlage der gleichen inhaltlichen Fragestellung andere Formen schafft. Genau, die Frage ist dann, oder das heißt dann, wie formt sich die Existenz auf der Grundlage des Lebens aus? Welche Möglichkeiten gibt es, wie vielfältig kann das sein? Wenn wir uns die verschiedenen Kulturen angucken, dann ist die Antwort durchaus, ja, es gibt da viele Möglichkeiten. Die Frage ist dann, mit welcher Notwendigkeit können wir eine Variante vertreten, wenn wir an Nationalismus denken zum Beispiel, warum gehen Menschen davon aus, dass jetzt diese Kultur prädestiniert dafür ist, Leben zu definieren und andere wiederum nicht. Und dann ist ja eben auch die Verbindung mit Nationalismus, was sind genau die Kriterien dieser Beurteilung und worin liegt der Geltungsbereich der Aussagen? Welche Rechtfertigung erfahren diese und welche Grenzen gibt es dabei? Gibt es bis hierhin Fragen? Oder soll ich noch klarer sprechen? Ja, von Leben geht, oder ich lese das Zitat vor, ein exemplarisches von Delthey. Leben und Lebenserfahrung sind die immer frisch fließenden Quellen des Verständnisses der gesellschaftlich-geschichtlichen Welt. Das Verständnis dringt vom Leben aus in immer neue Tiefen. Nur in der Rückwirkung auf Leben und Gesellschaft erlangen die Geistwissenschaften ihre höchste Bedeutung. Genau, das heißt, die Geisteswissenschaften können nicht davon ausgehen, dass im 19. Jahrhundert der Fall jetzt so dargelegen hat und dass er 200 Jahre später im 21. genauso sein wird. Das heißt, Leben muss immer in der Forschung, in der geisteswissenschaftlichen, immer auch den Blick zurück zum Leben machen. Da sind wir quasi beim hermeneutischen Zirkel, auf den ich auch gleich zu sprechen kommen werde. Genau, und in diesen Bewegungen kann das Leben eben mannigfaltig sein. In seinen Äußerungen stellt im Ganzen jedoch stets das eine der Erfahrungen dar in Denken und Leben und Theorie und Praxis. Das Sichtfeld, so kann man sagen, erschließt sich aus dem eigenen Standpunkt, der im Leben eingenommen wird. Da das Leben in ständiger Bewegung ist, muss daher auch mal der Standpunkt gewechselt werden, um die eigenen Denkhorizonte zu erweitern. Und die Prozesstriade von Leben, Ausdruck und Verstehen habe ich versucht, ein bisschen grafisch darzustellen. Ja, mit den Begriffen versucht Delthey, den Prozess des Lebens zu verstehen, wie er sich kontinuierlich im raumzeitlichen Erleben ausdrückt. Wir haben hier quasi eine Bewegung, in der Mitte steht dabei der Mensch, in der Totalität des Seelenlebens, zugleich auch als Standort des Erkennenden und bewegt sich innerhalb dieser Kategorien. Er lebt in der Welt und verschafft sich im Leben seinen Ausdruck und versucht das zu verstehen. Und weil wir in der Gesellschaft nur aus verschiedenen Menschen bestehen, gibt es auch Ausdrücke, die wir gezwungenermaßen erstmal verstehen müssen. Und das braucht Zeit. Und weil sich alles bewegt, verändern sich diese Ausdrücke auch, verändert sich das Erleben, verändern sich die Formen des Lebens, die wir wieder zugleich verstehen müssen. Das heißt, in diesem kontinuierlichen Prozess bewegen wir uns und so ist auch dann quasi auch Geschichte zu erklären. Und Delthey sagt deswegen auch, Geschichte ist immer präsent. Zum Beispiel bin ich hier in Bochum akademisch groß geworden und ich weiß, dass wir vor einigen Semestern in diesem Gebäude saßen und ihr wisst das zum Beispiel nicht und sitzt hier in diesem neuen Gebäude und denkt vielleicht, das wäre repräsentativ für die ganze Uni und so, aber das ist vielleicht nicht der Fall, wenn man da eben diese geschichtliche Erfahrung hat, die ich, der hier schon einige Semester studiert, zum Beispiel hat. Genau. Die Begriffe ein bisschen umgewandelt, würde Leben quasi sowas wie internalisieren heißen. Ich nehme etwas wahr durch Beobachtung, denke über etwas nach, empfinde es und bewege mich in Transposition. Das heißt, dass ich mich irgendwie von meiner Position aus in andere Positionen bewege und darüber reflektiere. Wenn wir zum Beispiel Helmut Plessners exzentrische Positionalität uns angucken, dann greift das ungefähr auch diesen Punkt auf. Er sagt, dass der Mensch zwar, ich bin gerade bei der Hälfte, er sagt zum Beispiel, dass der Mensch eben im Unterschied zu Pflanzen und Steinen diese Fähigkeit hat, sich eine Welt zu machen, sich außerhalb seines eigenen Erlebens zu bewegen.
Ausdruck wäre externalisieren, verstehen, transformieren. Das ist klar, ich mache einfach weiter. Genau, Lehmann bei Dürzer ist ein Oppositionsbegriff, den er an Kritik an Locke, Hume und Kant setzt, die sich auf bloße Vernunfttätigkeit beschränkt haben, die er als verdünnter Saft bezeichnet. Und Dürzer wollte sich eben historisch wie auch psychologisch beschäftigen und sagt, dass wir das Leben aus dem Leben selbst verstehen müssen und möchte keine metaphysischen Varianten des Lebens irgendwie machen und sagen, da oben ist irgendwie ein Gott, der uns sagt, dass wir so leben sollen. Und er sagt, darüber können wir nichts sagen. Wir beschäftigen uns mit der Empirie und müssen auch immer da reingehen. Und der Lebensbegriff soll eben dann anstelle des reduktionistisch und rationalistisch verhängten Subjektbegriffs genutzt werden. Leben ist quasi mehr als nur Chemie und Physik und existiert in diesem Sinne ein doppeltes Lebensverhältnis zu sich selbst und der Welt. Zum einen das Verstehen der Welt und zum anderen ihre Bedeutung für den Menschen. Beispielhaft dafür ist zum Beispiel die Frage nach der Beziehung zwischen technisch-wissenschaftlichem Wachstum und Fortschritt und den Werten des traditionellen geisteswissenschaftlichen Humanismus zum Beispiel, wie er vor der Bologna-Reform hier auch gelehrt wurde, wie Frau Blättel-Mink auch gesagt hat, mit dem Humboldtschen Bildungsideal. Und weil auch die technische Ausbeutung der Natur und die künstliche Umgestaltung der Umwelt in ihrem umfassenden Fortschreiten irreversible Entwicklung eingeleitet haben, die der Wissenschaft neue Aufgaben stellen. Aufgaben, die mit Problemen einhergehen, die erst der Mensch in die Welt gebracht hat. Dafür habe ich ein Beispiel mitgebracht, wo man die Bedeutsamkeit dieses Zitats erkennen kann. Erkennt das jemand wieder? Genau, das ist quasi der Tagebauer und das Waldsterben im Hambacher Forst, wo RWE nutzbringend das hier abholzt, um irgendwie Energie zu erzeugen. Und da sieht man auch diesen Umgang mit der Welt und auch mit dem, was man unter Leben versteht. Nun zu seiner Hermeneutik des Lebens. Das meiste habe ich eigentlich schon ein bisschen vorgegriffen, deswegen überspringe ich einige Sachen. Die Hermeneutik ist eine philosophische Auslegekunst und eine Methode für den Erkenntnisgegenstand des Lebens. Er ist quasi ein performativer Erfahrungsbegriff, denn Verstehen ist auf Sinn ausgelegt und Sinn wird quasi im Handeln hergestellt. Und im Pragmatismus haben wir den Satz oder den Gedanken, dass Wahrheit im Handeln erst entsteht. Und dann kann man sich auch, kann man sich auch die Frage stellen, ist das, was RWE in diesem Wald macht, kann man das irgendwie als gut vertreten? Da sind wir auf einer ethischen Debatte auf der Grundlage des Lebens, was man auch hermeneutisch greifen kann und analysieren kann. Die Grundlagen sind eben die geschichtlich-gesellschaftliche Welt und Ziel des Vorganges ist es, zu rekonstruieren, was geschehen ist, was jetzt geschieht und warum es sich so verhält. Verstehen ist also eine Notwendigkeit von Denk- und Aushandlungsprozessen. Schwierigkeit ist allerdings, das Verständnis des Singulären zu einer Allgemeingültigkeit zu erheben. RWE ist bestimmt überzeugt, dass das gut ist, andere wiederum nicht. Und so kommt es zu Konflikten und Krisen im Leben und man versucht dann über Grenzen zu gehen, auszuhandeln und solche Sachen. Ja, wir können das Leben auch als eine Geschichte begreifen, denn Hermeneutik ist eigentlich kommt ursprünglich von Schleiermacher in der Auslegung von Texten. Was hat der Autor geschrieben? Wie nehme ich das wahr? Was wollte er ausdrücken? Welchen Sinn hat der Text? Und wir können das Leben in diesem Sinne auch als einen Text verstehen. Und das würde bedeuten, eine Geschichte zu erzählen. Das Leben ist eine Erzählung, die in jedem Menschen eine eigene Stimme erhält. Der Inhalt dieses Textes ist der Ausdruck eines Menschen, der sich durch das Verstehen sich selbst eine Welt schafft. Diese Welt aber erzählt von einer Welt, die von allen geteilt und durch die reflexive Urteilskraft erschlossen wird. Nur ist man sich dann oft nicht einig, ob das, was man teilt, jetzt auch im Sinne aller ist. Da sind wir wieder im Hambacher Forstbeispiel. Dürzer sagt, dass an jedem Punkt das Verstehen eine neue Welt eröffnet. Das heißt, es gibt in dieser Bewegung ständig neue Bereiche, die wir uns erschließen können. Und das ist auch sinnvoll für Interdisziplinarität, dass wir auch mal in andere Wissenschaften schauen, gucken, wie die zur Erkenntnis kommen und uns dann auch fragen, wie können wir das irgendwie einbinden, verknüpfen. Ja, Leben ist ein schwieriger Begriff, da große Unbestimmtheit und weil es sich eben der begrifflichen Fixierung entzieht und durch Begriffe allein nicht zu ergründen ist. Es gibt eben verschiedene semantische Differenzierungs- und Bestimmungsformen. Man kann das Leben durch die Vernunft erklären, durch die Kultur oder durch Biologie zum Beispiel. Ja, ich versuch's. Genau, Leben ist dann ein lebendiger geschichtlicher Prozess, der ständige Aushandlung bedarf und das geschieht hermeneutisch. Daher ist es ja ein erkenntnistheoretischer und empirisch-psychologischer Begriff.
und Grenzen spielen, wie ich schon angedeutet habe, gezwungenermaßen eine Rolle in ihrer Überwindung. Und das hat auch Simmel auch gesagt, indem er meinte, dass der Mensch ein Wesen der Grenze ist und versucht ständig Grenzen zu überwinden und neu auszuhandeln. Genau. Und an den gestrigen Tag nochmal eine Erinnerung, wenn Heschauer quasi über Humandifferenzierung redet, können wir eigentlich ohne Unterscheidung über das Leben reden. Das war so ein Gedanke, der mir gestern kam. Das überspringe ich. Das würde ich vielleicht noch machen, wenn ihr 2 Minuten habt. Anschließend ist ja auch noch eine Pause, also wir könnten ruhig, wenn ihr wollt, überziehen. Seid auch frei, den Raum zu verlassen. Ich kann aber auch aufhören. Ja, Interdisziplinarität ist eben eine Wissenschaft, oder nicht eine Wissenschaft, ein methodisch-didaktisches Konzept, das sich mit Grenzfragen beschäftigt und sich und dadurch einen Raum für heterogene Wissenschaftsfelder schafft. Das bedeutet nach Röttger Rössler ein Austausch- und Aneignungsprozess. Und so gesehen ist er ein Praxisbegriff durch gemeinsam verfolgte Zwecke, wie Straub sagt. Und wie ich eingangs gesagt habe, muss Interdisziplinarität vielleicht dadurch philosophisch gedacht und interpretiert werden, denn sie schafft Übergänge, Überlappung und Austausch, eine Integration des ansonsten Unterschiedenen und Getrennten, eine bei aller Unvollständigkeit doch zumindest ein wenig einheitlichere Gestalt wissenschaftlicher Erkenntnis. Sie ist zu betrachten als eine Synthese des Heterogenen, um es mal kurz zu sagen. Und ist daher auch immer verbunden mit Grenzgängen und Grenzüberschreitung. Ich habe noch 2 Folien zur aktuellen Potenzialität. Das habe ich auch mehr oder weniger gesagt. Die Potenziale werden nicht ausgeschöpft. Grenzziehungen müssen überwunden werden, denn und dabei braucht Interdisziplinarität Freiheit im Denken. Und der Begriff des Lebens kann hier eine befreiende Funktion geben, wie Köschi sagt, wo sich das Leben öffnet, zeigt sich eben nämlich die Welt. Und die Erweiterung von Wissen über das Leben führt demnach auch zu einer Erweiterung des Denkens im interdisziplinären Austausch. Denn je mehr vom Leben gewusst wird, desto mehr wird auch verstanden. Das schafft dadurch ein entdogmatisiertes Menschenbild, vielleicht auch im Sinne des Homo economicus, dass wir vielleicht andere Konzepte, bessere Konzepte entwickeln können, die den Menschen in seiner Verfasstheit in der Welt und im Leben als Ganzes besser begreiflich machen können. Der Lebensbegriff zeigt hierbei dann Möglichkeiten der Verständigung und schafft Berührungspunkte und schafft auch ein Problembewusstsein der Wissenschaftler und eine Sensibilität für die Leistungen und Grenzen der persönlichen Zuständigkeit als Disziplinvertreter und sei es auch die sprachliche Begrenztheit durch fachliche Begriffe, die einem anderen Disziplinvertreter vielleicht nicht so einsichtig sind. Der Lebensbegriff kann hier quasi als Reflexionsbegriff eine Möglichkeit schaffen, sich zu verständigen. Und da ist das Potenzial vielleicht zu sehen, dass man auch aus der Bestimmung Dilthey's in Bezug auf den Menschen und sein Leben ziehen kann. Fazit ist mehr oder weniger geschenkt, habe ich ja auch schon gesagt, ich bin überzogen. Der Mensch bringt in seiner Betrachtung bereits sehr viel Hintergrund mit und darüber muss man reflektieren, wenn wir zum Beispiel auch bei Bourdieu seine Methode der teilnehmenden Objektivierung haben. Genau, das überspringe ich auch. Und das würde ich vielleicht noch sagen, dass Interdisziplinarität vielleicht als eine Strategie der wissenschaftlichen Selbstorganisation für Probleme angesehen werden kann, die nicht disziplinär, sondern komplex strukturiert sind, wie zum Beispiel der Klimawandel oder die Erderwärmung. Das sind auch Probleme, die der Mensch in die Welt gebracht hat. Und ein abschließendes Zitat. Es liegt im Wesen des Lebens selbst, zu Bewusstsein kommen zu wollen, denn in uns ist das Leben sich selbst zur Frage geworden und wird nicht ruhen, ehe es eine Antwort gefunden hat. Und diese Antwort kann zu jeder Zeit immer anders aussehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.